All for One Gaming. Die haben uns ziemlich geflamed auf Twitter. Also müssen wir die jetzt besiegen. Die Wichser! Oh! Oh shit. Demonetized. Ja, alles mal von vorne. Viel Spaß. Let's go. Nochmal danke. Die was war der zweite? War ein Zack, ne? Zack, ja. Ach, schade, schon wieder kein YouTube-Video. Fuck. Jetzt bin ich gespannt, wie sie bannen noch. Ich korde, sie bannen hier Wukong. Sie bannen Wukong. Oder Shyvana. Ich sag also, Shyvana. Wukong. Ja. Ich sag Yumi. Wukong. Nein! Der will wieder Freddy. Zack. Oh, scheiße, okay, den dritten ist auch noch predicten. Visionär. Warte mal, jetzt sind wir basically outbanned. Also nee, wieso? Nee. Du bannst aber Hulu trotzdem, oder? Nee, ja, wenn jetzt Lulu. Ne? Genau, jetzt wollen wir Wukong haben. Wir wollen jetzt Wukong haben. Also, ja, wir gehen davon aus, dass sie Wukong bannen. Genau, wenn Wukong nicht gebannt ist, dann nehmen wir Wukong. Und wenn Wukong Vigo, dann nehmen wir Vigo. Wir nehmen jetzt Wukong oder Vigo. Genau. Wir bannen erstmal Lulu und dann, genau. Ich dachte, wir priorisieren Wukong über Vigo, weil genau. Wukong Vigo softcountert. Also, ich dachte, genau, wir machen immer auf Wukong. Genau, das machen wir auch. Aber wenn jetzt Wukong gebannt ist, dann nehmen wir Vigo. Genau. Das heißt, die bannen jetzt Wukong, ist meine Prediction immer noch. Keine Ahnung. Genau, wir haben actually den Draft gewonnen bisher. Das ist sehr, sehr gut. Nein, wir haben einfach nur Prediction. Also, wir haben einfach nur bisher nur Bans, ne? Wir haben bis jetzt haben wir bis jetzt. Okay, wir haben auf dem Zettel. Und wir sind fein mit Lilia und einem so ein Scheiß, ne, Rainer? Also, I guess, ja. Und wir sind ich glaube, da beim ersten Pick jetzt schon nicht mehr sicher. Jetzt picken sie auch Lilia. Das ist der Gnar, okay. Ja, das hab ich gekauft. Gnar-Zere Instalock. Interesting. So, jetzt hast du einen Counterpick-Top gegen Gnar? Gib mir einfach One. Oh, yes. Aber willst du nicht was picken, was vielleicht gewinnt? Orn ist so broken. Orn gewinnt immer. Willst du nicht einfach Orn in deinem Team haben? Orn ja, das ist halt. Also wollen wir nicht erstmal AD Carry nehmen? Ja, gerne, aber. Ich kann Twitch gehen. Ich hab Drive Against Twitch gespielt, ja. Orn nicht. Du nimmst jetzt Twitch. Ja. Twitch! Orn okay. Nicht? Nee, ist fein, wenn das möchtest. Bist du gut aus dem Patch? Aber hast du eine Winning Lane gegen. Ja, das ist komplett fein. Der pusht mich per Level rein. Ich hab Level 6 gehabt, ich kill Pressure mit Ignite. Hast du eine Pushing Lane? Ich kann Gangplank picken oder so, aber warum, wozu, wenn ich Orn nicht picken kann? Ist das doch besser oder nicht, wenn wir Gangplank kriegen? Warum? Orn ist so broken. Hey, jetzt gebt ihm halt Orn, wenn der Mann Orn hat. Ja, dann. Ah. Argo, du bist immer so unzufrieden mit Orn, aber wir gewinnen jedes Game mit dem Champion, ne? Der Orn ist so broken für uns, weil der uns Engage und Stabilität gibt. Ich liebe halt eine Winning Lane, so. Ja, ich verstehe. Der ist doch immer Winning. Er solo-killt doch die freundliche Seite. Ja, später dann, genau, später dann. Okay. Jetzt weiß ich, warum Freddy immer streamen will, weil seine YouTube-Videos also ich bin auch nicht monetarisiert werden. Ja. Wenn wir schon Twitch first picken, dann ist auch Ornpick nicht so bad, I think. Ja, geht so. Was willst du denn als Support haben zu Twitch, by the way? Nein, mein Xerath. Das weiß ich jetzt noch nicht. Oh, okay, gut. Ihr könnt Corki picken, wenn ihr wollt. Oh, geil. Ja, okay, wir haben hier nochmal. Corki ist echt broken auf dem Bild. Wollen wir so Zillion bannen? Nee, wir wollen Jungler bannen, oder nicht? Vego? Wir wollen Supporter bannen, oder? Zillion? Ich würde Vego nicht bannen. Doch. Der ist nicht so gut hier. Der spielt den, glaube ich, auch nicht so aktiv. Ich würde lieber Sejuani bannen und. Sejuani, okay. Und Lilia, maybe? Mal schauen. Lilia ja, wahrscheinlich. Ja. Karma ist auch noch offen, ne? Ja. Oh, stimmt, ja. Karma kann ich spielen. Lol. Lego Karma wäre auch eine Rotation, die von denen denkt, ich. I mean, das Ding ist Lilia hat nicht zu viel AP. Ja, denke ich nämlich. Also, ich sehe hier, Vigo sieht schon sehr gut aus, ne? Möchte ich nochmal kurz. Können wir bannen? Ich finde Vigo bannen auch fein. Ich möchte bloß mal einen Seelen haben. Ja, ja, okay. Lilian ist auch ein guter Mann, actually, ja. Meint er den oder so? Nee, der Kampf, der hat sehr viele Games auf dem, ja. Okay, das ist fein, wir kaufen Merc Boots. Ja, genau, wenn die Dings killen, dann sind die Full Magic Damage, was? Also schon sehr heavy AP, ja. Ich bin so auf Brookie Twitch gespannt. Bin ich irgendwie der Einzige, der Hype drauf ist? Du meinst scared? Ich kann aus dem Nicht in Twitch pick. Ja, ich hab 4 Games auf dem gehabt, die waren alle gut, also. Okay. Aber haben wir die auch gewonnen, die 4 Games? Also die gehen wirklich die Full-AP-Variante, geil. Also Orn freut sich. Ja, aber jetzt können sie ich fände Nautilus eigentlich geil, weil der ist nicht so leicht zu countern für die. Wir können Corki für Mitte schon mal aber picken. Aber Karma ist halt auch noch am Stissel, wenn ihr wollt. Genau, und Nautilus ist gut gegen Karma. Was ist das da? Achso, du willst selber, ja gut, ja dann geh Nautilus, einfahren. Erstmal Corki picken hier. Ist gut. Okay. Aber ja, okay. Ja. Nachdenken. Okay. Oh mein Gott, Brücki! Naut ist gut. Ja, warum bleibst du nicht bei. Okay, warte. Ich hab mich schon entschieden, Tolkien. Ne? Also dann gehe ich Corki. Ja, ja. Ja, du gehst Corki. Hm.
Mit Nautilus haben wir auf den Point-Click-DC für die Serie. Aber wir scalen insane. Wir scalen absolut insane. Was? Nee, tun sie nicht, oder? Nee, sie müssen Pike gehen, tatsächlich. Um so ein bisschen AD reinzukriegen. Braum wäre ja so boring. Braum ist actually insane hier. Gegen Twitch, der Hardcore unter Twitch und Ohren. Okay, man, I guess so, ja. Du, da haben wir irgendwie nicht lange. Naja. Ist fein. Ich glaube auch, dass das fein ist. Ich glaube, es ist legit fein. Also, wenn Landingfest sich auch insane gut findest, dann ist es fein. Warte mal, ich muss kurz Ruhen machen, ich kann da nicht trainen. Schon ein geiler MR-Engel, bin ich ehrlich. Das ist schon, also ich habe schon Maw hier ne, direkt im Shop ausgewählt, auf jeden Fall. Wir swappen Boys, oder? Ja, ich habe noch Ruhen gemacht, sorry. Ja. Dann machst du mich ein bisschen unangenehmer zu grouten, though, weil, wow. Ja, ich kann nicht engagen. Brauchen wir nicht, ja. Hätten wir vielleicht dran denken können, aber ich glaube nicht, dass Braum allgemein so schlimm ist, weil der muss ja irgendwann auch sein Cheat benutzen gegen meinen Poke einfach, würde ich sagen. Wir haben ja den Range-Hotlet schon sicher auf Corki. Ja, das ist nicht so schlimm. Die müssen uns reinmoven. Wo es ein Midgame lässt, dich bevor Corki. Also ich glaube, das größte Problem, das wir haben, ist tatsächlich das Early, wenn die Lilia mich auseinander nimmt. Yep, safe. Early Game wird rough, wenn wir nicht sofort MR kriegen oder irgendwie einen guten Play irgendwo. Aber ich habe, wann war das? In der LEC 100 CS down Wukong, war trotzdem mehr useful. Das klingt insane. War schon geil. Lilia ist Hardcounter für Wu, ne? Das ist der Pick gegen Wu. Mhm. Aber also tatsächlich, glaube ich, wenn du AP mit hast und Wukong MR bauen kann, ist es nicht so geil. Ja, die haben ja jetzt genau das, was wir nie machen wollten. Die haben Double Magic Damage. Ja. Und kein Inspiration Rune auf Lilia. Geil. Herald Fight? Herald Fight auf jeden Fall. Ja, lass es gut, Leute. NNO, back on the riff. Es gibt Kommunikation. Ruhig bleiben. Nicht übermütig werden diesmal, ne? Brücke, ich schau dich an. Hä? Ja. Ich gehe für den Wort. Also, ich würde sagen, das Allerwichtigste für mich ist tatsächlich, einen Full Clear reinzukriegen. Wenn ich das habe, dann ist, bin ich stabilisiert. Aber das ist halt sehr einfach für Lilia, das zu countern. Und passt auf mit Braum in Welt Level 1, ne? Also ich habe keine Priorität. Genau, was ist, irgendjemand muss hier die Botlane rein invaden? Aber da standen sie immer, wenn die das Scout haben, gehen die hier rein. Wenn überhaupt. Leute, was machen wir, wenn die Level 1 Botlane invaden laden wird? Ich kann lang covern und warden. Ich denke nicht, wir fighten sollten, ne? Ich glaube nicht, dass wir gegen die gewinnen, oder? Gegen Braum. Okay. Also Ciri ist nicht so gut, aber Twitch auch nicht. Das ist Ach, stimmt, aber PTA Twitch macht schon. Soll ich warden für dich einfach Entrance hier oder hier? Also, ja, das bringt ja nichts. Wenn die Late werden, ich bin slightly stronger. Ja, aber da müssen wir einfach Map splitten. Ja, Torgi, kannst du mit mir zusammen zum Redlove gehen? Ja. Level 1. Wenn die das ist, glaube ich, schwächer, oder? Das ist die einzige Möglichkeit, wie ich actually alle Camps kriege. Meinst du? Also du bist also stärker als Level 1, right? Ich glaube nicht, dass die dich invaden. Meinst du, die sind Balls? Nee, du bleibst jetzt hier mit mir und wenn die jetzt hier gleich showen bei Freddy, dann gehen wir einfach rein und machen zusammen den Red. Dann ist free, ja. Okay? Weil ich brauche halt die Hilfe auch ein bisschen. Die haben hier nicht gewartet, oder? Nee. Kannst du einen Bluebuff gehen, noch? Jo. Ich würde jetzt eigentlich nicht lange leashen wollen, aber ein bisschen, I guess. Should be fine. It's okay. Sehr geil. Dass ich nicht invaded werde, ist extrem geil. Die fängt auch am Blue an. Sofort in Lane. Die kann immer noch dein Red invaden, ne? Die Botlane hat nicht geleasht. Ja, sie könnte. Oder zu deinen Raptoren hüpfen oder so. Wir haben den Ward immerhin drauf. Midlaner wird auch Rage Push haben im Anfang. Nahrad Rage, ja. Ungefähr die man. Okay, der hat ja doch oben angefangen. Okay. Wahrscheinlich, könnte fake sein, aber ist wahrscheinlich. Also, das heißt, sie könnte nach unten früh und mich unten wählen, oder? Geht denn so schnell? Verliert ihr Botlane? Ja, verliert ihr Botlane Pryo? Nee, kann Pryo holen. Eigentlich nicht. Wenn ihr, also, ihr müsst nicht Pryo holen, aber so, wenn die Wave eben ist, ist alles okay. Gut, Wave 7. Dann kann ich früh clean. Der Hard pusht Mitte sehr, 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 sehr hart. Er hat ein Wort gestellt an den Raptors. Ich hab nichts mehr. Ja, ist gut. Dass ich sehe mich jetzt. Okay, kann ich. Ah, der hat noch kein Schild, deswegen. Okay. Siehst du es jetzt erst. Aber er war trotzdem zu deep. Aber. Wir müssen ein bisschen mehr gegenschauen, weil wir jetzt Prime. Also Lilia verlieren. Ist jetzt bald Botlane, ne? Ich bin eigentlich vollkommen fallen. Nice. Wir haben Pot Advantage. Sehr, sehr gut. Die moven jetzt in den River. Die moven jetzt in den River. Wir können Outside Krabbe nicht fighten, aber Algorin, ne? Gib mir mal. Nee, ich geh nicht davon. Okay, die haben nur Tri-Brush gewartet. Ich kann den gleich clearen sogar. In dem Optimalfall chillen wir einfach noch ein bisschen.
Ja, ich denke, damit resetten für Kai. Oder die Top-Cover nehmen, oder? Ich glaube nicht, dass auf der Seite. Ey, Bot-Seite, die covern alle zusammen die Crap. Ja, 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 die wollen unbedingt alle Crap. Alle Crap. Ihr könnt auf Crap gehen, aber es ist ziemlich unwahrscheinlich. Ich gehe mal für den Bot hier. Ich werde nach der Wave hier resetten. Die gehen double crappen. Läuft doch Mitte. Du kannst erst vorne, CS. Ich bin giga am Chillen. Ich bin auch giga am Chillen, das ist voll gut. Die Kings. We are Kings. Also Freddy, wir hätten eine Möglichkeit, jetzt Raptoren zu invaden, wenn du möchtest. Ich könnte gehen, ja, wenn du willst. Weiß nicht, ob es gut ist, oder? Wann willst du Basenbrücke? Müssen wir nicht, aber wir, also wenn, ich wenn Boss mein Argorin das sagt, dann bin ich bereit. Ich auf dem Mystic Base ist auch gut. Meine Wave bounce und Nave top dann catchen müssen. Ist das unnötiges Risiko? Weiß ich nicht. Wenn du alter Vorteil hast, mach ruhig. Und so ähnliches anderes hast du mit deiner Zeit. Also ich werde wahrscheinlich basen. Also ich krieg hier Push. Items da, ja. Ich glaube, das was ich hier erstmal auf meine Golems machen. Meine Golems. Okay. Cool. Also ich krieg jetzt kurz Push, weil er noch resetten muss, ja? Wir wissen nicht, wo Lelia ist, ne? Brücke. Wir versuchen ihn die ganze Zeit reinzupushen. Oh, lol, okay. Prozentig oben. Okay, okay. Ich werde ihn die ganze Zeit reinpushen. I bet it's all too scared. Also ich werde jetzt gleich sich hier zeigen. Nein, ich bin nicht so stark. Auf Level 6 können wir einfach rein. Jo. Wir sehen Lelia. Ist er noch nicht geresettet? Die war noch nicht reset, okay, dann wird das eigentlich schon machen können, ha? Ja, ist egal. Kannst du auf weiter klären. Okay, was ist mit der Grom? Könnt ihr die Grom warden? Habt ihr gerade zwei genommen? Ich hab einen Sweeper. Ja, der wird jetzt resetten und TP, ne? Dann ist er stärker wieder. Wir wissen ja, jetzt. Shit, weil wir hätten eigentlich Botlane invaden können, weil die Lena noch nicht resettet, oder? Ich will wahrscheinlich einfach einen Reset hier nochmal nehmen. Aber na gut, dann geh ich auch einfach nur früh klären, ja. Läuft sehr gut, das Game, Leute. Keep it up. Das ist super chillig. Also, sie werden jetzt bald einfach den Dragon forcen. Aber die, also wir sind früher aus der Base da. Ja, wir können, also ich wäre jetzt dann. Wait, ich könnte jetzt den Dragon machen, oder? Die muss jetzt gar nicht spielen. Ja, die resetten jetzt. Ich bin auch früher auf der Map. Okay. Dann fange ich den mal jetzt an. Ich bin auf dem Weg. Wenn Azir kommt, würde ich sagen, turnen wir einfach auf den, oder? Nein, ja, wir Level 6 nein, auf der Wave. Wir müssen Dragon machen und dann schnell raus hier. Weil, wenn, sobald. Also, die Leder ist jetzt gerade hier der oder so. Der Push und Level 6, ne? Der ist ultra stark jetzt. Der kommt. Einfach alles drauf und dann flash ich raus, I guess. Same. Oh. Ich hab in 3 Sekunden meine W, also ich bin fein. Raus. Gut, schön. Ich hab meine W verkackt. Scheiße. Danke sehen. Aber es war gut. Ich base Elias noch mit Brücke, ansonsten. Sind wir damit fein? Nee, sind wir nicht. Ich komm mit. Bin auf dem Weg, hab's gerade gesehen. Oh, Braum ist bei mir. Die gehen für dich, okay. Du musst weg, Vorsicht. Braum hat geflasht, ich bin fein, nice, ich bin fein. Sehr geil. Good shit, good shit. Ich will jetzt Topkarte wieder nehmen. Na, kein Flash. Echt den Kill können, wenn ich nicht Flash disenchanted hätte. Braum ist immer noch mit. Haben die Wort hier, meinst du ja, ne? Wir gehen zusammen für die Crap. Was machen wir mit Herald? 1,5. Ja, wir contesten 100%, weil ich hab den besser als meint. Was ist mit dem Blue Buff so? Blöcke dann, ne, also ich bin jetzt Blue Buff. Ich meine, die könnten den jetzt nehmen. Ich kann Recon TP'n. Die ist jetzt gerade an der. Oh, komm mal, Raum ist auch Topside Mitte, ne? Ich kann da sofort hinmoven. Aber Contesten brauchen wir gehen da hin, also die wollen den fighten. Aber sie ist Hälfte HP nur. Na, hat kein Flash, kein Ult. Ich hab auch kein Ult. Aber wenn Lila da, also wenn Lila Level 6 ist, können wir nicht contesten, by the way. Ja, und sie ist Level 6. Actually, sie ist vielleicht an der Krabbe. Ich geh jetzt top lane. Ich hab Ulti dann 1,30. Na, hat kein Flash, ist ziemlich leicht zu killen. Alles gut, dann sind raus. Okay, dann tingle ich wieder nach unten. Okay, denk dran, dass die jetzt Level 6 ist, ja, bitte? Ja, ich werde nach den Wölfen, werde ich dann einfach Herald anfangen, okay? Da will ich kein Ult haben, ne? Bedenkt das. Aber wait. Ich werde Mitte, das ist sehr, sehr gut. Ich kann Mitte auch. Okay, soll ich dann gut, dann bleibe ich auch oben. Dann gehe ich nicht ganz oben bleiben, ja. Ich hab super viel Pressure Mitte, ja. Kannst du vielleicht in den Nah ganken? Yeah. Wie läuft Bot? Läuft sehr gut. Ja, ja. Sehr gut. Denk dran, dass die Livia-Gangs jetzt kommen können, Azir-Shuffle. Warum gut, die ganze Zeit uns... Okay. Aber wollen wir nicht einfach... Mach jetzt Shut-up Harry mit Argo gleich. Kannst das gute Pressure, die du machst. 10 Sekunden. Gute Pressure, die du machst auf jeden Fall. Solange die jetzt nicht auf Brücke kommt, Cross-Up playen können. Aber der intet doch, no? Nein, da könnten alle drei sein. Okay. Ich hab auch nicht so viel Damage von Ult hier. Okay. Ich hab halt kein Ult. Du solltest wahrscheinlich... Also wenn die nicht hier sind, Kadi, kannst du... Die sind Mitte gerade? Ich meine, wenn die jetzt hier unsere Wortzeit nehmen, ist das terrible für mich. Können noch dreimal bleiben, by the way? Ja, das würde ich okay, dann bleibe ich auch. Ich will halt hier nicht drei rein, Mitte, die gehen unsere Wortzeite. Weil dich haben sie ja nicht gesehen, oder? Die gehen unsere Wortzeite. Wir müssen uns dann halten, damit er nicht ergibt. Vielleicht gehen wir einfach covern.
Ja, wir müssen die Botseite abgeben und wir müssen Brücke covern, Leute. Ich glaube, wir können vier Mann Botdive machen. Ich glaube, ich gehe einfach. Ja, die Botseite kennst du alle gar nicht. Wir müssen er ist Megana. Aber actually, nee, wir können nicht. Okay, dann gehen wir nach unten. Ja, vielleicht die Golems zusammennehmen, wenn wir die in Time testen können. Wir müssen auch, wenn wir ein bisschen was abgeben und dafür Herald kriegen, ist nicht so besser, gestern. Kannst du da weiter in Vision holen, Brücke? Okay? An den Golems? Die sind schon macht. Nein, die ist jetzt gerade dran. Die sind spawned, Ja, die sind erst gespawnt. War ein Bug. Okay, wir sollten. Actually, ich glaube, wir sollten jetzt seine Botzeit invaden, Kani, du und ich. Oh, und weil die noch nicht resettet. Ich kann gleich TP resetten, dann bin ich sehr stark. Was ist, wenn ihr beide jetzt einfach stayt? Okay. Ich bin halt null Mana. Ich kann stayen, ja. Okay. Ja, wir sollten das invaden, weil die waren noch nicht base. Also sie ist sehr schwach, wir sind beide sehr schwach mit. Ich TP und er hat kein TP. Ja, gut. Aber ich hab eine Wave, die rausdrücken muss, ne? Move das. Also ihr kann moven, Ceres, ne? Schön. Move dazu. Okay, wenn du rauskommst, ist es extrem gut. Oh mein Gott, das ist so gut. Er hat kein Flash, du hast Red Buff. Ja, weiter in Sloan. Ich komme, ich gehe gleich über den Weg. Kein Flash, Hook in 7. Ich kann ihn gleich snaren. Hook in 3. Nee, ich komme nicht hin. Komm nicht ran. Vielleicht könnt ihr die Gumps annehmen. Mit pushen sollen, ha? Okay, die ist nicht geflasht, die Lydia, ne? Nee. Aber das war trotzdem sehr gut, ja. Sie hat geultet, geheilt. Aber die hat auch nicht geflasht. Die ist einfach gestorben. Mit dem Besen. Er wird Melina sein, also ist nicht stark. Der Package fürs nächste Race. Was ist mit dem Play? Die hat keine Ult. Force auf der Wave für Prior gerade. Aber die Lydia ist da. Wollen wir den Drake spielen? Ich kann aber erstmal das hier. Nice. Ich lauf direkt mit. Ich bin First in River. Ich bin auch first. Ich bin first in River. Ich ulte. Die hat aber, glaube ich, Flash. Ja, die hat Flash. Schöne on-ulte. Ich hab versucht, Flash zu belegen, aber. Ja, ich weiß. Das war kein Flame. Nice. Das ist fucking geil. Die ist geflasht, oder? Ja, Flash. Ich hab die Kopf. Ich hab Package. Ich würde das Package gerne für den Drake verwenden, wenn wir können, damit ich die getimed habe auf die Drakes. Ich komme jetzt. Der Traum ist wenn ich alle meine Camps hier skippe, können wir direkt Dragon rushen. Traum ist helfen. Ich muss halt resetten und dann. Du kannst Camps nehmen und dann. Nee, 10 Sekunden. Actually, ja, okay, wenn du das so machen möchtest, dann nehme ich. Ja, lass das so machen. Dann push ich noch eine Wave und dann. Ist geil, ja. Dann gehe ich back für Package. Dann. Mir fehlt leider noch ein bisschen EP. Lass mir den Wort bitte. Theoretisch auch Sunderer in der Base. Ich habe gerade unironically Clarity gebraucht und gecraftet. Wie geil ist das? Das ist auch rare. Ja, das passiert nie. Okay, ich bin nach der Wave, bin ich 6. Dann ist Fight Free. Die gehen dafür. Werden wir da rein? Wait, ich komme. Aber die All-In in Botlane. Wird ihr fallen? Ich kann mit Package kommen. Wir sollten da reinlaufen, ja, und probieren zu contesten, wenn der jetzt nicht. Wenn Khan überlebt? Khan überlebt nicht. Aber. Very überlebt. Fucking random. Okay, hast du Vision? Nicht so den. Ich bin da. Ja, die hier, die hat kein Flash. Ich bin da, ich würde fighten. Einfach Drake machen? Ja, nee, hier. Oh, actually, lass Drake machen. Der Braum ist gleich irgendwo hier noch, weißt du? Warum hat kein Flash bekannt? Genau, der hat dich angeflasht, ne? Ich würde ihn gleich einfach Mitte setzen, Freddy, dann. Aha. Der ist bald aus, ja. Die kommen? Ich gehe links raus. Good job. Hey, going mit? Ich glaube, ich muss ihn aber hier reinsetzen, ne? Ja, damit er den Charge macht, ja. Gut, dann gehe ich farmen, oder? Genau, wir resetten. Jetzt ein Keil fertig. Hat die Zeri geflasht? Eigentlich, die musst du doch gerade geflasht haben, oder nicht? Hat sie, ja. Ist nicht vorhin in mich reingeflasht, doch? Doch, die ist gerade eben, also ist vorhin, als ihr hier invadet habt, ist sie reingeflasht. Also hat sie Flash gleichzeitig mit... Lilia. Nee, Lilia ist beim Ding ist geflasht beim Harry. Die ist beim Harry geflasht. Lilia hat Flash gleichzeitig mit mir. Okay, ja, den Lilia-Flash habe ich. Warte, das war... Ich kann das ist, machen. In 40 Sekunden hat Zeri Flash. Okay. Das war gleichzeitig mit mir, aber ich habe ja Inspiration. Okay, wir können hier den Wall clean. Ich hab das ganze rumgeeiert, ich habe noch keinen Zeitstone. Wait, wollen wir nicht? PP Mitte? Einfach ein Play Mitte machen für den Mid-Tower? Der ich würde jetzt solo. Einmal Fulkin, dann Base. Wenn es geht. Ich würde auch noch einmal basen für. Dann mach ich auch irgendwann meine MR und dann läuft das Game, glaube ich, von alleine. Okay, Turret maybe. Weil du hast den vergiftet, Brücke, ne? Mhm. Aber er hat eine Wave Power jetzt.
Nice, good job. Ja, wait, gehen wir hoch und töten wir den Nah? Ich hab da. Nein, lass uns kurz chillen, dass ich fertig bin. Kannst du auch ein bisschen mehr spielen, ruhig, Kani? Also ich bin nicht. Na gut. Warte, lass bitte einfach chillen, bis ich fertig bin und dann können wir alles machen, okay? Wir haben volle Kontrolle gerade. Willst du das sagen? Keinen Druck. Ready? Die einfach sauber runterspielen jetzt. Wenn du Blue haben möchtest, kannst du es haben. Nimm. Ja, ich geh besser. Lilia ist hier. Lilia Braum sind hier, by the way. Die wollten mich gerade trappen. Bitte ist, nicht zu sehen. Der könnte also ich hab Thunderer plus Mercs und dann, glaube ich, gewinnen wir immer alles. Hm, klingt geil. Oh, mir fehlt ein Minion. Mir fehlt auch ein Minion. Wir haben beide TP und sie sind jetzt am Licht. Oh ne, Azir ist wieder da, okay. Azir nur TP, guys. Azir nur TP. Die Frage ist denn, ob wir überhaupt für den Herald spielen wollen oder jetzt einfach vielleicht ein Play Botlane oder so probieren? Wir haben beide rein. Barry hat Flash, Braum nicht. Botlane Tabell habe ich ziemlich sicher, dass der funktioniert. Ja, weil Braum kommt ja nicht von uns weg. Azir ist missing, ist Spotzeit gehovert, maybe. Ich habe TP in 18, wenn ihr kurz aushaltet, kann ich dazu TPen. Der könnte unten für den Shuffle schauen. Na, jetzt Mega Nas, das wenn jetzt, also er ist kurz vor Mega Nas, basically. Ja, dann sollten wir noch chillen. Dann beide. Ich schau, wenn ich einfach ein On-Play machen lieber. Ist auch gut für Harold, aber ich verspüre auch den Twitch-Play. Wenn er sagt, das ist free, eine Wave, dann ist er nicht mehr Mega, dann ist okay, gut. Dann lass free. Nach dem Play Bot ist missing. Ja, dann wird zurück gesagt, das ist free, ruhig Bot. Wartet eine ich Wave, dann ist nach Mega. Ich hab Push, ich kann jetzt reinmoven dann. Wir können dann River einnehmen zusammen und Bot rein von der Wave wegforcen. Okay. Die haben keine Vision, hier ist keine Vision und hier ist keine Vision. Sie ist missing noch? Na, sie kann ist immer noch die. Wir haben tatsächlich auch selber nicht so viel Vision hier, ne? Ja, ich hab jetzt erst mein Zeit. Der Beluni kann das Ding jetzt haben, ne? Na, hat jetzt seine 15 Sekunden. Das heißt, 15 Sekunden ist free. Ah, die kommen, ne? Also, müssen ein bisschen. Die Botler, also Zeris moved noch nicht. Lilia beim Busch, Lilia beim Busch. Bein auf die Lilia. Ich hab auch TP, ich bin weit stärker als er. Ich hab noch keinen Flash, ich hab noch keinen Flash. Wollen wir hier wie wollen wir denn töten? Nee, oder? Das ist, ich weiß nicht, wie stellen wir uns das vor? Ich kann einfach Mitte nehmen. Das ist, glaube ich, nicht gut. Ich glaube, ich gehe in Richtung Herald Full Clear und mach ja, lass uns Herald nehmen. Ich glaub, oder Full Clear Base into Dragon. Ich glaube, den nächsten Drake sollten wir auf jeden Fall weiter. Azir Hover Topseite drücken. Ich bin fein. Dann lass die mal einfach farmen und für Dragon spielen. Ich denke, wenn wir einfach farmen, ist völlig in Ordnung, ja. Ciri geht Base, die wird wieder ausgeglichen sein. Ich mache aber oben einen Top-Lag. Kriegt das, Torkin? Ja, ne? Sure. Ich kann den Online, der ist nicht mehr mega, ne? Ich kann hier craften. Soll ich mal auf Wards oder so? Dann lauf ich auch noch rum. Nein, zeig dir Wards unten. Aber er hat auf jeden Fall Flash, also. Ja, gut, so schnell bin ich nicht. Weil ich verschieb dann nach Bot, ja, dann kann Brücke Mitte danach. Ja, und dann spielen wir für Herald dann doch, I guess. Wir wollen Dragon. Also nach dem Play gehen wir Base into Bot, okay? Nein, es hätte eigentlich spielen sollen, aber. Oder wir rushen jetzt Harold. Also ich glaube, wir sind alle hier oben und Freddy hat TP. Hier ist kann übrigens... Ich hol ihn. Raum ist auch oben. Der ist oben, die sind alle oben. Ich kann nicht gehen, aber lauf raus, wenn du kannst. Ich flash, ich kann den Stun maybe... Look, Ziggy! Es ist noch nicht so gut. Ne? Es ist kein guter Play. Ich kann auch nicht TP'n, Leute. Ich bin da. Es ist halt, I mean, es war. Ja, ich meine, es war fein, aber wir sollten unter den Turm bleiben. Nee, es war nicht fein. Ich bin nicht da. Reden wir danach drüber, Leute. Ruhig. Alles gut. Wir sind für Dragon in Time. Wir müssen für den Drag ready sein, einfach. Was haben die an Sums geused? Knight Flash von Raum. Ich würde schon, dass Nah geflasht hat, aber nicht 100%. Ciri ist auch geflasht. Nah könnte doch nur gedoubled sein, bin mir nicht ganz sicher. Hey, Geist, wollen wir nicht lieber den Herald contesten jetzt, wenn sie den macht? Die sind noch nicht best. Resetten und Herald. Ich hab die Pin 10. Die kommt nach hinten. Ich hab die Pin 10. Nice. Hat die Ult, weiß das jemand? Sehr adult. Ne, sehr kein Ult. Nevermind. Ja, Lightning Crash. Oh, wait, mein Package ist delayed auf den Drake. 30 Sekunden. Wird er so lange halten? Ich würde den jetzt rushen, oder? Okay, dann habe ich kein Package. 20, ne? Ich habe auch 20 Ult. Ich move zum Drake. Ich bin wahnsinnig stark. Also, ich bin so strong. Meine Flash ist Braum, Ciri, Nah. Ja, ist alles getan. Also, ich könnte die resetten und mit Package TP'n. Ja, gut, mega. Ja, das ist ziemlich gut. Das ist ziemlich gut. Lass gucken, wenn du kannst, dann poken und dann Package. Ja, die ist sehr gut. Oh, bad. Da oben ist Ciri. Kannst du, glaube ich, schon die Play machen? Recall TP. Nochmal getroffen. Ich gehe jetzt Recall. Und ich port auf den Ward und Package. Ich kann eh nicht holen, ne? Mein Ult ist egal gegen Braum hier. Die sind da drin, ne? Die fangen wir an. Wir haben den und danach fighten wir. Kein Shield mehr. 5 Sekunden mein Ult. Wenn Freddy da ist, ist Free Fight. Braum kein Flash, kein Jump. Ich hol den Choke. Hier, um. Sieht gut aus, das ist die Jason. Ich mach die Wall kaputt, ihr könnt durchlaufen. Ja, ich hab jetzt Ulti. Ja, ist noch jemand unter uns? Ich lauf mal unten raus. Was nehmen wir dafür? Gar nichts, I guess. Nicht wirklich irgendwas. Oh, Brücke hat einen Kill noch. Was, könnt ihr ihm noch helfen? Turret Tank? Die Wave ist selber weg. Nice, good job. Lauf da oben. Sollte Zeri kommen. Okay. Und
Da war dein Package, Können wir den Tier 2 hier nehmen schon, oder? Siri ist nicht da, actually, ja. Lilly hat, glaube ich, kein Flash und kein Ult. Nicht so viel hätten eigentlich, aber whatever. Es ist nur Braum und Lilly. Ich geh raus, ich glaube, ihr seid fein. Ich sollte bloß nicht hin. Kannst vielleicht mit sich gehen oder so. Yep. Und top defenden. Wie machen wir unser Lane-Matchup? TP von mir ist 2 Minuten, ich topside. Aber du bist wahrscheinlich nicht gegen Azir, oder? Mir ist komplett egal gegen wen, ich bin gegen beide fein. Ich könnte hier oben gedeifen. Ich tippe eh Mitte, ja. Ich kann da nach oben. Du tippst Mitte, dann gehe ich Bot, ja? Oder was? Nein, geh ruhig Top-Lane. Ich habe noch voll Zeit, für Bot zu laufen. Ich soll Top-Lane gehen. Was soll ich Bot? Dann gehst du Mitte, Brücke, das? Ja. Ich will die sind gerade am Harry, wollen wir das nicht einfach kurz? Ja, ich laufe hier einfach rein, weil, was soll die machen? Ja, die sind nicht am Harry, dann ist das Azir bitte nicht zu viel Pistole. Die sind hier. Wir haben unseren Blue genommen. Ja, illegal. Fighten. Go, das ist huge. Das ist actually huge. Haben wir einen guten Knock-Up hier? Ich stehe den Blaskot schon genommen. Wir sind auf dem Weg, wir sind also da. Jetzt erst. Mit False Target, ich wurde insane. Front to back. Ihr gewinnt das nicht, ihr gewinnt das nicht. Glaube auch nicht. Oder? Erst wurde in 3. Also Brücke killt Lilia dann, maybe. Ihr gewinnt das nicht, Ihr könnt ruhig spielen, doch. Vielleicht noch eine Chance, Lilia zu kennen. Aber wir hatten ja genau Wukong und Dingens heute nicht, ne? Ja, und ich hatte auch, also ich wurde einfach geone-shottet. Oh mein Gott. Ich komme raus, glaube ich, Arena. Oh, einfach raus, als er fängt. Da links ist noch eine Lilia, die macht gerade unsere Camps, ne? Mate. Einer von den beiden Big Rockets kill haben. Ja. Braum ignited. Nash ist, glaube ich, keine Option für die, right? Nee. Hallo? Okay. Ich bin gleich sehr, sehr OP. Also, wenn ich 2 Items habe, bin ich komplett broken. Ich habe gerade, also ich brauche noch 800 Gold, dann habe ich 2,5 Items. Okay, du bist Mitte, ne? Dann gehe ich ins Bot. Wollen wir schon mal Botlane für den Herald Vision setzen? Oder also, deswegen ist, wie scary ist Nash? Actually, wir brauchen einen Blue Trinket. Nash ist sehr scary mit Azir. Kannst du das Blue Trinket drücken? Jetzt schon? Ja, also ja. Also soll einfach irgendwas drauf sein die ganze Zeit. Ja, Azir ist gerade da unten. Vielleicht können wir den killen. Du helfe, ne? Ja, hat kein TP, Azir auch nicht. Na, Braum ist hinter uns, wollen wir für den Braum? Maybe, ja. Braum ist, glaube ich, nicht bad. Der hat jetzt wieder Flash, der hat wieder Flash. Ist einfach raus, ne? Alter. Okay. Ich hab den Braum gut gechunkt. Wollen wir hier einen Ult fighten? Ich hab in 3 Sekunden den Braum gechunkt, kann ich vielleicht sogar einen Ult durchkriegen, ohne dass jemand blockt. Kann das blocken, oder nicht? Ja, ich meine, wenn der Reset ist, maybe, you know? Achso, das meinst du, ja. Ja. Hier, maybe? Also ich geh mal weiter rein. Der Reset. Ich kann die Full Vision hier nehmen, oder nicht? Yeah. Ich hab nur noch einen Pink, leider. Weg 1,33. Der Baum wird da sein, ich kann nicht mehr Geld. Ich geh auch noch Wiss. Ja, die sind ziemlich sicher hier irgendwo, die beiden. Hast du wieder Package, Freddy? 95. Also ziemlich genau, wenn der Drake kommt, leicht delayed. Wir sollten schon aufpassen, wir können Front to Back verlieren, wenn wir so stupid engagen wie gerade. Wir können einfach Freddy spielen lassen, nur. Ja, wir müssen langsamer spielen müssen. Dann sollte ich vielleicht einfach gar nichts tun. Und wenn die reingehen, dann können wir zünden. Was ist mit dem Kerl da oben? Jetzt ja, ich hab nicht viel damit. Aber wenn der Minina ist, Wenn der Minina ist. Ihr von den Mitte, seid ihr fein? Ich komme auch über Mitte. Nein, wir brauchen Hilfe auf jeden Fall. Ja, ich glaube, das ist gut, ja. Ich glaube, noch zu wert. Die wollen Drake aufsetzen. Ich glaube ja. Ich geh nicht weiter, Der Weg kommt von hier. Braum ist da. Ich habe keine Null für 1,30 jetzt bei Drake. Die gehen für Brücke. Die gehen für Brücke. Mach mal. Das ist nicht gut. Wisst ihr was? Wir können versuchen, Nash zu laufen. Keine Ult. Ja, das ist actually ziemlich gut, wenn die Nash, ja. I think we give Drake und take top turrets. Yep. Dann sollte noch jemand zu mir kommen, wir können mehr nehmen. Hat Azir Shuffle benutzt, Brügge? Ja, hat er. Actually, vielleicht kein schlechter Call. Wenn Drake schon geben, sollten wir komplett geben. Ich nehme den Turm hier sehr langsam, also ich brauche noch die nächste Wave. Dann komme ich. Ja, wahrscheinlich auch den Nahen diven. Und der ist Mitte. Alle Mitte. Sind immer noch 4 Mitte, ja. Ich würde erstmal die Camps nehmen, vielleicht für den zweiten Turm kommen. Wir nehmen den Track. Guys, wir sollten actually Nash pressuren, wenn die schon so langsam am Dragon sind, jetzt wo Brookie wieder da ist. Ja, sure, ist guter Call. Wir haben sogar Package dafür, ne? Soll ich's holen? Nee. Ja, hol das dir, wir pressuren Nash. Die werden es, also ich glaube, die sollten hier jetzt gleich fighten. Guck mal, die Serie geht Base, wir fighten hier oder machen Nash. Der holt den 30 erst, aber ist eh gegen Braum nicht so wichtig. Kannst du tanken dann? I guess, wir können den machen jetzt. Ich hab sogar einen Smite, wenn du willst. Wir haben Blue Team mit Geus, die sehen jetzt nichts, die sehen nichts. Ja, go. Ich nehm Smite. Macht 415, ja, aber 1350 Smite. Ich glaube, es ist noch 100, das meint nicht 450. Was hast du gesagt, nochmal die Zahl? 1350. Spielen wir durch, was ist der Plan? Ja, wir ziehen durch. 1350.
Jetzt. Was kann ich? Ich versuche zu blocken. Ich hab Ultra wir fighten hier. Ja, Glock, Kriege, du bist mit dem exhausted. In dem ersten Serie, danach dem Rest. Nice. Nice, ich kann nochmal rücken. Aber hast dabei. Guck, Azir, Azir. Hier, 10 HP. Good job. Okay. Hier ist ein Nein. Raus. Doch, wir sollten raus danach, oder? Wie viel Damage hast du, Brücke? Nicht genug wahrscheinlich, aber ich bin trotzdem hier. Wenn der allein ist, ist okay. Wenn der allein ist, okay. Der hat keinen Doppel. Good job. Ich reset hier. Schöner Qual. So gut, Leute, gut! Sehr schönes Ding, Jungs. Sehr schön. Wer ist denn im Highest Priority für Upgrades, actually? Ich weiß es gar nicht. Ne, Papa natürlich. Corki, ja, auf jeden Fall. Dann drehen Sie um, Mr. Corgi. Nice. Guys, mit Top Turret, fuck what? Mit Top Turret. Das ist wie gut Loons ist, weil du upgradest ja so viel Mana, oder? Ist es immer so? Was hat denn gerade geflasht? Wir haben die kompletten Summoners gemisst. Aber ich guess, das ist nicht wasted bei dir. Ciri hat nicht geflasht, die ist aber reingegangen. Ich glaube auch nicht. Ist gedated. Ich hab actually keinen Flash gesehen. Ich glaube auch nicht. Wir rotieren nach oben, okay? Vielleicht ist die Lilia am Anfang. Aber wir sollten noch eine mitnehmen. Noch eine mitnehmen. Ich gehe mit euch, ich eskortiere Brücke einfach. Ja, genau. Wir bleiben, die coolen Kids bleiben hier. Ich hab Revenus gleich ready. Extrem stark. Da sind die drin im Busch. Wir müssen die Wave eskortieren, guys. No? Ich glaube, wir sollen einfach reinlaufen. Weil die könnten auch Freddy trappen, nicht nur uns. Die könnten mich hier trappen, ja. Ich meine, sind nicht so viele Leute. Wir haben alle gesehen, bis auf, genau. Also, du bist selbst Nasla. Hit einfach Turret. Okay. Vielleicht ein bisschen Turret, ich bin Turret. Okay, ja. Ich bleib mit, okay? Ja. Wenn du safe bist? Ich denke, ich bin safe. Denk ein bisschen an TP-Wars hinter uns, ne? Das ist Blue Jacket, aber hier ist zum Beispiel noch Ward. Ihr müsst danach, kommt danach mit, okay? Ich hab die nächste Wave. Mit einem Sweeper hier? Guess not. Guck, Braum hier. Ihr wollt den Fight hier nehmen? Ich würde den Fight nehmen. Der hat schon geschildet. Ist nicht so geil. Ich hab jetzt Ulti. Ich hab noch Ulti. Look. Nicht so geil. Seri, Interkomplett. Das ist sehr, sehr geil jetzt, ja. Ich hab hier, sogar. Ich kann die Wall smashen gleich, nah ist mega, Vorsicht. Lock hoch hier. Ja, ist sehr guter Fight. Einfach mit der. Nicht chasen. Bad können wir nicht, auch Bad, Wave, Bad, Bad, Bad Action, ne? Glaub nicht, dass ihr enden könnt. Nee, enden können wir nicht. Nimm einfach Turrets. Wir müssen auch bereit sein für den Dragon 2, ne? Denk einfach Turret und Camps, no? Turret und Camps. Willst du nach oben drücken? Ja, nimm den Red Buff, ich bin unten. Ja. Jeder könnte ja unten zu dir laufen. Denk dann, wenn die respawn haben, die TPs. Na, Asia. Mann, ein bisschen Mask-Game für mich? Das Item actually gibt's das wieder? Das ist gar nicht so schlecht hier, ja. Es wurde auch gebufft letzten Patch, ne? Also auf dem jetzt actually, wo wir sogar sind. Ich glaub, die machen sich gerade ready für einen TP für mich. Und ich hab Nash. Wir haben noch 5 Sekunden die Gegner auf TPs. Ja. Should be fine. Glück, ich hab ein Item für dich. Ey, gerne. Ich brauch noch einen Minion, hab ich auch ein Item für dich. Warum hast du kein Item für mich? Da sind 3 Camps up. Actually. Ja. Ich sag Dips auf Raptoren. Vielleicht Red Dwarf für Freddy oder so? Nee, ich glaube, es ist besser auf Brügge. Actually. Ich hab einen besser auf Brügge. Ah, du hast einen, aber der ist super los, ne? Nee, ist noch ziemlich frisch. Ich bin relativ bald 16. Dann nehm ich den, glaube ich. Oder Freddy MC ist das schon. Ich poke halt sehr viel, ne? Ja. Mach mal wegen Top Wave. Eigentlich sollte, wenn dann Freddy, du kannst auch den da einfach one-hitten, oder nicht? Ja. Wir haben auch theoretisch Zeit, jetzt hinzugehen. Weil, also ich werde von ihm reingepusht, safe. Durch ihn? Ich mit Brügge gruppen. Ja, mach ruhig, los, CP. Wir würden jetzt nicht unbedingt sofort fighten. Das ist aber auch eine Bot-Cover, ne? Für die wir fighten könnten. Okay. Also, für Vision Bot-Cover. Ja, ich bin ready. Wir haben TP, aber. Nee, lass erstmal mit pushen und dann gucken wir mal. Lass mich kurz Top auspushen, bitte. Ja, dann warten wir kurz. Lass ja wieder so machen, ne? Also Freddy, Range-Vorteil und dann engagen die uns. Ich glaub, es dann engagen die uns und dann gehen wir rein. Ja. Dann turnen wir, ja. Genau wie beim letzten Mal. Aber wir können ja ein bisschen, du musst ein bisschen aufpassen, dass wir sollten aber schon langsam Cocky Reset haben, wir brauchen nicht hier für Poke. Ja, also, Nas ist ja nicht am Split-Pushen, deswegen musst du nicht matchen. Ich bin so knapp voll Level 16. Ich hab kein Package, ne? Ah, die haben hier einen Pink. 68 ja, Sekunden. Soll ich hier runterporten? Oder soll ich übermitteln? Nee, bitte. Einfach zu uns im Poke. Group die. Die werden runter. Wenn du dich einfach, wenn du nochmal. Also, wenn Freddy da ist und. Nimm diesen Note hier? Woher die Level 16? Jawohl. Okay, wollen wir Botlane rotieren? Look, der ist komplett allein. Der Recall in die Busch. Sehen du mal. Sie werden mit dem Drake. Aber können. Die haben keine Wave, Wir haben keine Wave. Einfach mit Einfach Drake. Ja, ich hab Drake. Sehr free, ich hab nicht ready, wenn die kommen. Die kommen nicht. Die sind hier oben bei uns dran gerade. Okay, ich jetzt meinen Death Sense und dann können wir Nash setupen, okay? Und da irgendwo dran. Ist eine Wave? Vielleicht okay, dann reset ich auch für Vision, wir haben nur noch 1,5 Minuten. Den Local Gold. Ich group einfach gleich. Eine Bot Wave, dann komm ich gegroupt. Ich hätte Package jetzt ab, ich glaube wir heben für Nash mit Package maybe? Ja, dann können wir turnen und engagen. Mhm. Also,
Aber gut. Rücki ist dann gleich richtig fett, wenn er LDR hat. Der haut die alle weg. Ich würde Nash auf cooldown spawnen. Forcen auf Force. Okay. On spawn? On spawn. Dann nehme ich, dann mach ich in der Base dabei. Und nehme 35 Package auf, ja. Wir sehen einfach nach TP und dann nehmen wir den Fight. Hier ist Lilia. Wenn du Package hast, das ist sehr, sehr gut. War Ara mit down jetzt, oder? Mit dem Package jetzt? Ja, auf jeden Fall. Okay, ja, ich nehme es bei 35, dann können wir den. Also ich würde jetzt nicht warten, bis nahe Botlane Split pusht. Ich würde schon, actually, ich muss wahrscheinlich nochmal runter. Nee, musst du nicht. 3 Sekunden. 40 Sekunden. Nehmen wir, let's go. Angriff! Ich kann nicht reliable engagen. Hier wird rewarded. Warte mal. Ich hab noch einen Pinkword. Lass mich egal, lass dich Freddy Botlane aufhalten, maybe? Weil wir haben noch eine Ewigkeit auf Nash. Ja, aber Botlane aufhalten. Vielleicht kannst du die eine Wave killen, ja. Geh mal eine Botlane aufhalten. Hab ich getankt? Vorsicht, die haben Brücke getankt. Ist okay, kann ich engagen. Okay, jetzt fern. Wer von denen kann unten sein? Nur nah. Wir haben noch zwei weitere Blutinkills, by the way. Ja, der ist tot. Nice. Ja. Soll ich packagen dafür? Ja. Ansonsten würde ich sagen, wir engagen Mitte, ne? Nee, aber ich kann nicht gegen Ornn. Ich hab TP. Look, ich wollte nach hinten. Die ist komplett split. Okay, Mitte, actually. Ohne Gold. Das ist ein Tür. Lass zurück zum Nash. Zurück zum Nash. Zurück zum Nash. Free Nash. Und ich brauche noch Töten? Maybe, wenn er rankommt, aber sonst ist Nash halt free, ne? Ja, okay. Nein, let's go Nash. Er hat einfach nicht geschildet. Er ist einfach, die Serie ist einfach nicht gedashed. Ich hab gewartet, ob ich blicken muss, wie er hindasht. Oh, ja. Wunderliche Dinge. War das eine Ult? Ja, eine Rakete. Wir haben diesmal kein Double Smite, ne? Freddy muss vielleicht Zone hier. Ja. Und hat auch rüberflashen können. Ich kann auch engagen auf den. Ja, das war ein bisschen früh, aber... Ach, egal. Nimm einfach das, oder? Der wird jetzt aufgemischt. Ja, nice. Es gibt keinen zu früh, wenn er tot ist. Das Ding. Billiges Game, actually. Oh, das ist so broken. Wir haben Top-Lane Wave, Guys. Warte mal, warum basen die? Die haben 40 Sekunden auf deren Net-Jungler. Wir könnten legit straight up beenden. Nicht beenden, aber wir können auf jeden Fall weiter forcen. Ich hab Ult in 30. Also bald innen nehmen, ne? Bis sie respawnt. Ja, das ist... Ja, weiter hier oben. Ready, du bist safe mit, right? Ich hab OTP. Ja. Bis die Lilia da ist, können wir super aggressiv spielen. Auf zwei Lanes. Ich bin nicht bei euch, ne? Ja, das war's für euch. Gewinnt auch so. Die Minions können allein den Turm nehmen für uns. Wir haben eine Mid-Wave stattdessen, I guess. Schild ist raus, though. Also hier muss Basen. Ich hab kein 0 für 10, also. Lass mal mit. Wir können hier mit Töten nehmen. Wir sind Mitte, guys. Ja. Bleib bei meinem Boy, bis er nicht gestunt wird. Da ist jetzt Mega hier. Da ist Mega hier. Wir fighten, what the hell. Ich würde auch sagen, fight. Noch ein bisschen poken, der muss Schild benutzen. Ah, er hat Schild benutzt. Ich kann gleich ulten. Ich ulte. Ich bin getaggt, Tom. Zeig ich es auch jetzt. Einfach front to back. Nein, ich hab alle hier. Nice. Mid-Wave? Ja, ich hab noch Sonnes danach. Ich hab W in 2 Sekunden. Oh, brenne! E, Mr. No Way. Muss ich mal Sonnes. Ich will Kotipi. Okay, kein Flash. Hook in 3. Ich hätte noch so viel mehr Damage, wenn ich jetzt basen würde. Hast du ihn hooken? Meinst du für den Twitter-Post oder? Nee, leider nicht. Ja. Kannst du? Nein, ganz Zeit. Der hat keinen Flash, der Asier. Das schaffe? Das wärst du gleich noch. Nee, hat er nicht. Hat er schon. Okay. Nein! Und die 50 Gold. Nein, gönn dich! GG! Tja, war ein solides Game, würde ich sagen, oder? Ja. Aber gut. Keine Fehler rein, aber. War ziemlich nice. Wir hatten bloß im Midgame, die zwei Drakes hätten nicht passieren dürfen, glaube ich. Ja, wir waren ein bisschen später. Und diese Fights um die Drakes, das war ein bisschen nicht so gut. Aber ansonsten war das ein sehr sauberes Game, würde ich sagen. Aber ich fand nice, Brookie, dass du für so ein Play geguckt hast, wie Top Lane so zu killen. Ich glaube, unter Turm zu flashen war ein bisschen Matsch, aber der Play selbst war nice. In meiner Opinion. Fandest du das Play wirklich nice, wenn ich auf dem Reset bin? Ja, aber ich meine, wir kriegen halt einfach nass Flash und gehen raus nach meiner Ult und nichts passiert danach. Ich glaube, ich bin nicht bei. Ich habe einfach nur darauf gegambelt, dass er quasi nicht flasht. Aber genau. Das war und dann ist halt Brookie gestorben. Und dann bin ich auch gestorben. Ja, danke schön fürs Zuschauen. Abonniert, Glocke, war ein schönes Game. Ja. Und noch was sonst. Good talk. Ciao. Ganz kurz gemutet, guys. Ja, ich muss den gleich zum Interview. Microphone sounded muted. Yo, Twitch Chat und YouTube, I guess. Das war das Game. Hat Spaß gemacht zu spielen. Einfach Scaling Angle. Ornn ist so broken. Es ist crazy. Na, kann ich mal Lane pressuren. Ich hätte der Grund, warum ich auf Level 6 nicht Ignite, weil das werden sich bestimmt viele fragen. Toiki, warum hast du nicht einfach gesolo-bodot? Ich hätte hier easy Ignite gehen können und für Teleport auswechseln. Statt für Flash, weil ich hab's ja für Flash ausgewechselt. Weil ich dachte, wenn er safe spielt, kann ich ihn actually nicht killen. Und wenn ich hier Q aus dem Busch heraus gehittet hätte und Level 6 gewonnen, hätte ich ihn einfach in straight. Aber ich hab nicht ihn gehittet. Deswegen bin ich nicht Level... ich hab nicht den Minion gehittet, bin ich Level 6 geworden, so rum. Und ja, wenn ich hier actually Flash gehabt hätte, statt Warp TP, hätte ich ihn einfach killen können. Ich wäre auf ihn raufgeflasht, er hätte flashen müssen, dann kann ich ihn danach queuen. Deswegen war es eigentlich ein ziemlich nicer Play und wow.
wenn Ornn jetzt schon gegen Nahe gewinnt, generell, Ornn ist so broken, es ist so viel zu spielen. Argon macht sich immer Sorgen, dass wir keine Pressure Lane dann haben, aber ich meine, ich habe so viel Pressure, es ist sehr, sehr free. Aber ich musste halt, es ging halt nicht besser zu ulten, though, weil ich muss halt sein erstes dann mit W schon beantworten und den zweiten Kill durch. Aber ich hätte, wenn ich ihn Action nicht Auto-Attacke, sondern geultet hätte, hätte ich ihn Action gekillt. Ich hätte ihn einfach ulten müssen, probably. Für den nächsten Knock-Up. Und ich krieg so oder so den Doppel-Brittle-Proc. Actually vielleicht was besser zu Auto-Attacken, damit ich mehr Brittle-Proc. Ist auch egal, war ein gutes Scaling-Game. Und echt cool, dass Brücke sowas spielen möchte wie Twitch. Dann haben wir nämlich richtig gute Damage-Quellen. Argo und ich sind Engage. Und wir haben dann Midlane-Jungle einfach traditionelle Carries halt Twitch-Corky. Kennt, glaube ich, jeder. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt NNO. Ciao, ciao.